Ich bin Bäuerin und will heute gemeinsam mit euch die Agrarwende lostreten. Vor einem Jahr habe ich diesen Hof übernommen und möchte mit meiner Arbeit gesunde Lebensmittel produzieren, Klima, Arten und Tiere schützen. Doch die Politik will etwas ganz anderes. Vor 15 Jahren hat die Union das Landwirtschaftsministerium übernommen. Und seitdem mussten 130.000 Betriebe schließen. Für junge ExistenzgründerInnen ist es fast unmöglich, an Land zu kommen. Unser Boden ist zum Spekulationsobjekt geworden. Die Klimakrise wurde weiter angeheizt, Arten sterben, unser Wasser ist verschmutzt und wir Bäuerinnen und Bauern bekommen Dumpingpreise für unsere Erzeugnisse. Das Wachsen und Erweichen wurde jahrzehntelang politisch gefördert, auch von der Union. Wir sind heute auf der Straße, wir protestieren. Ein Bündnis aus Bäuerinnen und Bauern gemeinsam mit der Gesellschaft für eine Agrarwende. Denn wir Bäuerinnen und Bauern können Klimaschutz, wir können Tiere schützen, Arten schützen. Wir können die Basis sein für ein resilientes, regionales Ernährungssystem, wenn wir dafür faire Preise bekommen und wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Frau Klöckner, nutzen Sie die Chancen der anstehenden Reform der europäischen Agrarpolitik. Knüpfen Sie die Subventionsgelder an konkrete ökologische und soziale Leistungen, an artgerechte Tierhaltung auf der Weide, an vielfältigen Ackerbau, an schonende Bodenbewirtschaftung. Setzen Sie die Subventionsgelder endlich im Sinne der Gesellschaft und im Sinne von uns Bäuerinnen und Bauern ein. Installieren Sie Marktkriseninstrumente, die einen Preisverfall verhindern und bedarfsgerechte Erzeugung belohnen. Wir appellieren an alle politischen Verantwortlichen, dass sie sich im Wahljahr 2021 gemeinsam mit uns einsetzen für eine bäuerliche und gesellschaftlich akzeptierte Landwirtschaft. Lasst uns gemeinsam die Agrarwende lostreten.